Was geht ab? Und was geht da, meine Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und endlich ist es soweit. Wir können uns diesen Skin hier freischalten. Und wie ihr das macht, ja, und wie ihr am besten vorgeht, wie immer in diesem Video. Ich zeige euch am besten, wie das Ganze funktioniert. Denn die Bandagen-Bazooka ist endlich wieder in-game. Meine Freunde, seit heute bei dem Update ist die wieder dabei. Und ich würde euch jetzt einfach Folgendes vorschlagen. Geht auf jeden Fall in eine Gruppenkeile-Runde, denn ihr bekommt diese Bandagen-Bazooka, womit ihr jemanden heilen müsst, nur im Gruppenkeile-Modus in den Loot-Drops. Oder beziehungsweise in Solo, beziehungsweise in Duos oder in Teams, meine Friends. Das heißt, auf jeden Fall am Start sein, sich das Ding hier sneaken, auf jeden Fall mitnehmen, weil bevor ihr es jetzt liegen lasst und dann getötet werdet, wäre natürlich bitter. Sobald ihr dann jemanden geheilt habt, ist dieser Skin automatisch in schwarz angezogen mit den grünen Haaren. Sieht auf jeden Fall anders fresh aus. Und dann habt ihr ja auch den vorletzten Skin schon freigeschaltet, meine Freunde. Jetzt einmal hier nochmal kurz demonstrieren. Ne, so geht's nicht. Einmal den treffen. Klack. Und ihr seht schon selbst, ist der Skin jetzt in einer anderen Version. Sieht auf jeden Fall viel besser als vorher aus. Das Ding auf jeden Fall droppen. Oder, wenn ihr auf jeden Fall korrekt seid, sucht ihr jemanden, der denselben Skin anhat wie die Sanitäterin und gibt demjenigen halt diese Kanone, weil es ist echt schwierig, einen zu finden und einen zu bekommen. Ich habe auch, bevor ich jetzt hier diese Lootdrops geschafft habe, aufzumachen oder mir so eine Bazooka zu schnappen, echt lange gebraucht, um das Ding zu finden. Deswegen helft einfach den Leuten und gibt denjenigen, die auch diesen Skin anhaben, wo ihr seht, die haben noch nicht die Form, auf jeden Fall die Bazooka, damit sie die Aufgabe auch noch abschließen können. Der Kollege hier war ein bisschen lost. Ich habe jetzt zwar die ganze Zeit gehofft, dass er auf mich schießt, ja. Das war jetzt nicht der gewesen, das war gleich der Nächste, der die Situation genutzt hat. Na komm, auf. Kollege, was ist denn dein Problem? Ja, erstmal Hauptsache mal Zahnseidenwirbler, man kennt ihn. So, komm, mach das Ding. Täusch mich nicht. Na, endlich. So, jetzt hat der Kollege auch seinen Stil freigeschaltet. Und ich würde sagen, jetzt wisst ihr, wie es geht. Das Ding ist wieder am Start. Geht in die Gruppenkeilrunde. Wie gesagt, am besten sammelt ihr am besten am Anfang ein bisschen Loot. Lasst euch umbringen, damit ihr dann am Ende der Zone sozusagen seid. Und sneakt euch einen der Loot Drops, weil da sind meistens sogar jetzt mittlerweile zwei drin, wenn eine drin ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Suchen, meine Freunde. Abonnieren, liken, teilen, wisst ihr Bescheid. Jeden Kuss geht raus. Den Creator-Code eingibt im Itemshop. Verlinkt mich gerne auf Instagram. Kommt gerne in die Story. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Das nächste Video kommt jetzt mit den ganzen Skins aus den Datenfiles. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, meine Friends. Bis dahin. Peace out. Motherfucker.